Hallo Leute und herzlich willkommen zur zweiten Hälfte des Musikkurses. Wir befinden uns jetzt hier im Teil Musik erwerben, wo es darum gehen soll, aus welchen Quellen ihr als DJ eure Musik am besten beziehen könnt und vor allem, worin sich die vielen Quellen denn unterscheiden, denn es gibt ja doch ein großes Angebot am Markt, sei es jetzt digital oder eben auch in analoger Form und auch neue Geschäftsmodelle wie Streaming. Und das Ganze haben wir jetzt für euch mal genau beleuchtet, aufgelistet und für euch vergleichbar gemacht. Wenn wir wirklich noch ganz am Anfang sind, ihr am Anfang eurer Karriere seid und erst noch eine Mediathek aufbauen müsst, dann machst du dich am besten mal generell schlau, was in deinen Lieblingslocations läuft, in den Locations, denen du später mal spielen möchtest oder auch was die DJs spielen, die du eben gerne hörst, bei denen du weißt, ich möchte später mal eben in dieser Richtung ebenfalls Musik spielen. Da kannst du dich auf jeden Fall schon mal sehr gut am vorhandenen Angebot orientieren, aber auf jeden Fall eben nur orientieren, denn wenn du das Ganze kopierst, dann hast du insofern das Problem, dass dir ja das Alleinstellungsmerkmal fehlt. Du müsstest dich ja herausheben, absetzen von deiner Konkurrenz. Das funktioniert natürlich nicht, wenn du einfach nur Sets von deinem einen Lieblings-DJ 1:1 kopierst und versuchst eben so erfolgreich zu werden. Deswegen eben, Inspiration ist immer wichtig und das macht wirklich jeder, aber eben nicht kopieren. Du solltest vor allem auch schon mal dein potenzielles zukünftiges Publikum kennenlernen, deren Wünsche im Prinzip, das gewöhnliche Hörverhalten, was für Erwartungen haben sie auch an den Abend oder generell natürlich halt die Veranstaltung, auf der du spielen möchtest. Denn du leistest ja den Dienst an ihnen, an deinem Publikum. Und auch wenn sich das natürlich im besten Falle überschneidet, was du eben für Vorstellungen von Musik hast und was dein Publikum für Vorstellungen von Musik hast, kannst du dich hier auf jeden Fall schon mal orientieren, weil im Endeffekt ist ja auch diese Veranstaltung, so ein Abend, immer was Besonderes und hat nichts mit dem normalen privaten Konsum von Musik im Alltag zu tun. Und insofern sei hier auf jeden Fall wachsam, was spielen die DJs zu welchen Zeiten, auf welchen Veranstaltungen, in welchen Locations, da wirst du immer wieder Unterschiede finden, sowieso dann natürlich auch immer von DJ zu DJ. Und deswegen kannst du hier, wenn du aufmerksam und aktiv dann die Musik konsumierst, auf jeden Fall schon einiges mitnehmen. Wichtig ist auf jeden Fall, eine riesige Mediathek bedeutet nicht gleich, dass du ein Top-DJ bist. Hier gilt eigentlich sogar eher Qualität vor Quantität. Du musst definitiv Herr deiner Lieder sein, deiner Mediathek, denn was bringt es dir, wenn du 100.000 Lieder auf einer 1 Terabyte Festplatte hast, aber das komplette Chaos herrscht, du findest keinen Track wieder, sowieso hast du die Tracks vielleicht auch noch nie ausreichend angehört und analysiert für dich. Von daher hast du überhaupt keinen Überblick und du weißt vielleicht gar nicht, was du denn überhaupt alles besitzt. Und somit ist die ganze große Sammlung effektiv nutzlos. Da wird es dir eher helfen, wenn du eine kleine Mediathek hast und wenn es nur 1000 Lieder sind, damit kommt man auf jeden Fall schon auf einige Stunden Material zusammen. Und wenn du hier wirklich ausgewählte Tracks hast, die sehr gut zu dir passen, die sehr gut zu den potenziellen Veranstaltungen passen, wo du spielen möchtest und die auch generell untereinander gut zusammenpassen, dann bist du hier auf jeden Fall schon sehr gut aufgestellt und dir wird es natürlich leichter fallen, diese wenigen Tracks sehr gut zu kennen, schon gut zu analysieren und vorzubereiten, als das eben bei einer so gigantischen Mediathek zu schaffen. Wenn natürlich dann langjährige DJs sehr große Mediathek aufgebaut haben, dann ist das natürlich was anderes, weil hier ist ja immer stückchenweise mehr dazugekommen. Das heißt, es gab nie auf einmal diesen Overload und deswegen ist das natürlich dann wieder zu relativieren. Aber eben jetzt hier als Anfänger eher auf die Bremse treten, weil es kostet natürlich auch alles Geld. Wir sind ja hier im Kurs Musik erwerben und deswegen, das gibt es ja nicht umsonst, denn illegales Downloaden ist auf jeden Fall tabu. Das ist nicht korrekt und ihr solltet hier auf jeden Fall auch eure Kollegen unterstützen. Kollegen auch deswegen, weil viele DJs ja Produzenten sind. Und deswegen auf jeden Fall Finger weg davon.
Entscheide dich am besten für eine Richtung, denn sowieso wird es dir immer leichter fallen, wenn du dich auf eine Richtung konzentrierst, wenn du für eine Sache bekannt bist, richtig gut bist und eben auch dafür stehst. Das ist ähnlich wie mit einem Restaurant. Wenn du in ein Restaurant gehst, das alles anbietet, dann kann es zwar auch alles ganz gut sein, aber der Experte, der Spezialist, die Pizzeria, die die beste Pizza der Stadt macht, die findest du natürlich eigentlich nur eben bei dem Italiener, der sich nur genau darauf spezialisiert hat. Und sowieso wirst du es nie schaffen, alle Geschmäcker deines Publikums zu treffen. Gerade wenn du eben auf Veranstaltungen bist wie Firmenfeiern oder Hochzeiten oder öffentlichen großen Veranstaltungen, sei es Stadtfeste, wo das Publikum wirklich bunt gemischt ist, da musst du natürlich eine breitere Palette abdecken, ja. Aber du wirst es niemals schaffen, alle zufriedenzustellen. Das ist eher DJs vorbehalten, die in Clubs auflegen mit einem sehr ausgewählten Publikum und du eben dann hoffentlich auch bald schon einen so großen Namen hast, dass das Publikum genau weiß, wer denn da spielt und was dort gespielt wird. Und so ist es natürlich sehr leicht, dann alle Gemüter zufriedenzustellen. Ja, du kannst natürlich auch nicht in jeder Szene, in jedem Genre richtig deep into it sein, dass du das genau immer weißt, was jetzt abgeht, wo sind die neuen Hits, wer sind heiße Newcomer. Und deswegen, das sind alles so Argumente, konzentriere dich lieber auf eine Richtung, auf eine Sparte und sei da wirklich immer top aktuell, gut informiert und eben auch gut aufgestellt. Ansonsten kostet dich das eben, wie vorhin schon beim Argument mit der riesigen Mediathek, nur eben haufenweise Geld, Zeit und Arbeit, denn als ordentlicher DJ solltest du das Ganze dann auch eben wieder alles aufbereiten und sortieren und so weiter. Und ansonsten eben hat dir der große Einkauf auch gar nichts gebracht, weil du überhaupt nicht darauf zurückgreifen kannst. Mindestens solltest du auf jeden Fall 200 Lieder pro Genre oder Subgenre haben, damit du auch einen mehrstündigen Abend oder eine mehrstündige Veranstaltung über die Bühne bringen kannst. Subgenre deswegen, weil ja die Stimmung unterschiedlich ist, wenn du zum Beispiel tagsüber spielst oder auch nachts. Oder ist es zum Beispiel eine Open-Air-Veranstaltung mit Sonne oder eben du bist im Winter von 2 bis 4 im Club. Da wird definitiv andere Musik laufen. Und selbst wenn du dich auf Hip-Hop oder elektronische Musik zum Beispiel spezialisiert hast, dann gibt es ja hier noch Subgenre, eben Tech House, Deep House, Chill House, was auch immer, was dann eben für diverse Veranstaltungen treffender ist. Und deswegen mindestens 200 Lieder pro Subgenre und im Prinzip insgesamt mindestens auf jeden Fall 1000 Lieder, damit du als DJ gescheit starten kannst. Du brauchst hier definitiv eine gewisse Auswahl, damit du auf verschiedene Stimmungen reagieren kannst und eben dein Set auch nicht zu monoton ist und vor allem auch, wenn du regelmäßig Gigs spielst, deine Sets sich nicht immer 1:1 wiederholen. Denn auch wenn du dann zum Beispiel mal Gäste hast, die auf mehreren Veranstaltungen von dir sind, werden die natürlich schnell gelangweilt sein und vor allem auch enttäuscht sein, wenn du eben immer nur dieselben 20 Tracks spielst. Wie du neue Musik findest, gibt es wirklich haufenweise Möglichkeiten. Wir haben dir jetzt mal hier ein paar aufgelistet, angefangen mit ganz klassisch der Liederkennungssoftwares auf Partys eben, wo du bist oder zum Beispiel auch, wenn du dir zu Hause Sets von anderen DJs anhörst oder wo auch immer eben du andere Musik hörst, kannst auch aus dem Radio machen, spielt ja überhaupt keine Rolle. Die Liederkennungssoftware sollte eigentlich auf dem Handy jedes DJs sein heutzutage. Die großen Apps wie Shazam funktionieren da schon sehr gut, auch was eben Underground-Musik angeht, also kleinere Sparten und Nischen. Das funktioniert auf jeden Fall sehr gut und das sei dir sehr ans Herz gelegt. Das geht schnell, du hast dann eine Liste mit deinen ganzen Analysen und von daher auf jeden Fall ein wichtiges Tool. Alternativ kannst du auch deine Kollegen fragen, wenn die natürlich gerade live auflegen oder am besten vielleicht auch eher im Nachhinein, damit du sie nicht im DJ-Set störst und einfach mal nachhaken, hey, welcher Track war das denn ungefähr bei Minute? Und einfach, ja, Netzwerken hier. Das ist eben wieder dieses Argument, Vitamin B und Netzwerken ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und so hast du direkt auch einen Grund, ins Gespräch zu kommen. Du kannst Kompliment machen, dass eben dir der Track sehr gut gefallen hat, die Liedauswahl an sich des DJs. Damit wirst du mit Sicherheit nichts falsch machen und
Deswegen sei dir das auf jeden Fall sehr empfohlen. Du kannst außerdem Trendcharts nutzen von Zeitschriften auf Websites oder eben von DJs selber. Es gibt Musikportale, die derartiges zur Verfügung stellen. Bei Beatport gibt es regelmäßig DJs, die Charts ausgeben. Und so hast du eben Trendcharts von neuer Musik und eben individuelle Charts im Prinzip, die sich nicht direkt am Verkauf ausrichten, aber eben auch alles Lieder sind, die eine gewisse Relevanz haben. Natürlich dann eben auch ganz klassisch die Verkaufscharts. Wenn du eben wissen willst, was hört denn der private Konsument gerade so gerne, dann brauchst du einfach nur da reinzuschauen und du kannst sicher sein, wenn du das auf einer Veranstaltung spielst, die eben sehr Mainstream-lastig ist, dann wirst du mit dieser Musik auch garantiert Erfolg haben, denn sie hat sich nicht umsonst zu viel verkauft. Playlisten von DJ-Sets sind auch eine coole Möglichkeit, wenn du den Kollegen nicht fragen kannst, wenn du es nicht analysieren kannst, was auch immer. Dann gibt es zum Beispiel Webseiten wie 1001 Playlists oder bei YouTube schreiben zum Beispiel manche Leute die Playlist dann in die Videobeschreibung oder in die Kommentare, wie auch immer. Also es gibt viele Möglichkeiten, an Playlisten von DJ-Sets ranzukommen. Und es ist auch immer noch eine gute Quelle für neue Musik. Außerdem kannst du deine Lieblingslabels, Albumreihen, Künstler oder was auch immer direkt verfolgen, wenn du zum Beispiel eben weißt, von Künstler XY haben mir schon die letzten 10 Tracks gefallen, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch sehr hoch, dass dir auch die zukünftigen Tracks weitergefallen werden oder eine Album-Compilation hat dir vom Stil sehr gut gefallen, dann kann es natürlich auch sehr gut sein, dass dir wieder Tracks von der neuen Auskopplung gut gefallen werden. Hier kann man zum Beispiel auch bei Beatport, eben bei MyBeatport, ein Häkchen setzen, dass du hier alle Neuerungen immer mitbekommst. Und ansonsten kannst du dir halt Notizen machen und in regelmäßigen Abständen, vielleicht alle Vierteljahr, mal eben die ganzen Leute durchchecken, was ist denn so alles Neues rausgekommen. Eine andere Möglichkeit sind auch zum Beispiel Radio und andere Live-Shows. Je nachdem, vielleicht werden die Tracks direkt angezeigt, was gerade gespielt wird, oder du musst es eben wieder tracken, was auch immer. Auf jeden Fall gibt es ja öfter mal Shows, die eben im klassischen Radio laufen oder natürlich auch Internetradio oder auf Social Media werden Streams gestartet. Und da kannst du natürlich auch immer viel neue Musik besorgen. Wichtig ist, dass du das Ganze auch länderübergreifend betreibst, denn normalerweise sind ja immer weltweite Hits gefragt und natürlich kannst du im Prinzip die Sparte für deutschen Hip-Hop bedienen. Dann kannst du dir das natürlich ersparen. Aber das ist natürlich eher weniger der Fall und so macht es wirklich Sinn, auch über die Landesgrenze hinauszuschauen und offen zu sein für neue Auskopplungen. Da tust du dir auf jeden Fall einen Gefallen. Meistens sind ja sowieso auch zum Beispiel die Verkaufscharts sehr orientiert an den amerikanischen und gleichen sich somit dann auch sehr. Ja, eine letzte Möglichkeit sind auch die Vorschläge beim Musikeinkauf. Wenn du eben dann deinen Warenkorb voll gemacht hast oder auf der Suche bist schon nach neuer Musik, werden dir öfter mal unter der eigentlichen Suche dann noch Vorschläge angezeigt, was andere Leute entweder selbst schon gekauft haben oder was generell einfach potenziell auch gut passen könnte. Und hier lohnt es sich auf jeden Fall auch immer mal wieder hier reinzuschauen. Natürlich kannst du das Ganze im Prinzip unendlich lang betreiben, weil wenn du da wieder dann die Musik anschaust, werden dir wieder neue Vorschläge gemacht. Also hier jetzt auch nicht unendlich viel Zeit verschwenden, weil das sind natürlich nur potenzielle Vorschläge von Algorithmen oder eben anderen Leuten, die das gekauft haben, aber natürlich nicht die direkte Musik, die dir auf jeden Fall gefallen wird. Am besten hörst du die Tracks dann immer so lang und vollständig wie möglich, denn Tracks nehmen manchmal gern noch eine unerwartete Wendung, weswegen dir vielleicht der Track dann überhaupt nicht mehr gefällt, weil auf einmal eine andere Musik einsetzt oder es kommen Vocals dazu, die du vorher nicht gehört hast und das macht es dann natürlich immer ein bisschen schwierig. Insofern kannst du da die Möglichkeit nutzen, auf Soundcloud, YouTube oder anderen Portalen einfach vielleicht sogar den Track komplett anzuhören, auch wenn du dort nicht kaufen kannst, aber eben wenigstens schon mal vorhören. Und deswegen sei hier eben da immer ein bisschen auf der Hut. Ja, manchmal kommen hier noch Elemente, die einem vielleicht dann nicht so gefallen oder in dem
Part, den du vorhören kannst, war der Track eigentlich ganz interessant, aber der Track geht an sich noch 5 Minuten länger und danach passiert nichts mehr anderes als das, was du dann gehört hast. Und insofern ist der Track an sich insgesamt extrem langweilig. Das sind Sachen, die kann man einfach vermeiden, wenn man hier im Prinzip schon mal noch auf anderen Portalen sucht, ob man den Track vielleicht ganz hören kann oder eben natürlich auch nicht gleich fertig 10 Sekunden kurz durchskippt durch die Vorhörfunktion und dann das Ganze direkt in den Warenkorb packt. Wichtig, vorhin schon angesprochen, die Musik kaufen. Ja, nehmt dieses Geld in die Hand, investiert es, denn ihr investiert im Prinzip auch in eure Zukunft. Weil wenn ihr die Produzenten unterstützt, werdet ihr logischerweise auch wieder neue Musik in Zukunft zurückbekommen. Denn die können auch nicht von Luft und Liebe leben. Insofern, wenn ihr nichts mehr zahlt, weil ihr alles illegal runterladet, geht denen das Geld aus. Sie werden das Produzieren in den Nagel hängen. Und insofern ist es ein Teufelskreis und niemand hat davon was gewonnen. Insofern eben nicht nur aus juristischer Sicht, was sowieso strafbar ist, sondern eben auch aus ethischer Sicht, seid hier korrekt und unterstützt die Kollegen. Wichtig ist auch, dass ihr wenigstens 90% eurer Musik, die ihr besitzt, euch kauft, weil ihr sie wirklich mögt und nicht, weil es gerade ein Hype-Track ist. Hype-Tracks haben oft nur wenige Wochen, mal eben, wie der Name ja schon sagt, ein Hype, ein Höhepunkt und danach verschwindet er direkt in der Belanglosigkeit. Niemand möchte ihn mehr hören und er ist eigentlich vollkommen uninteressant. Meistens ist es sogar noch so, dass er wirklich tot gehört ist und wenn ihr den spielt, sogar noch negatives Feedback bekommt. Und wenn ihr hier zu viel auf diesen Hype-Train aufspringt, dann macht ihr euch da selbst keinen Gefallen, weil eure Mediathek dann im Prinzip so schnell veraltet, dass ihr sie innerhalb kürzester Zeit überhaupt nicht mehr gescheit einsetzen könnt. Deswegen setzt ihr auch lieber auf unbekanntere, beständigere Tracks, die ihr immer spielen könnt, die auch generell gut ankommen, weil nur weil mal ein Track nicht diesen Hype hat, heißt natürlich noch lange nicht, dass man nicht zu ihm tanzen kann, dass er nicht gut ist, dass es nicht Spaß macht, diese Musik zu spielen. Ganz klar. Auf jeden Fall könnt ihr euer Set mit diesen Hype-Tracks bestücken, als einzelne i-Tüpfelchen im Prinzip. Natürlich wollen die Leute das auch hören, wenn gerade der Hype da ist, ganz klar. Aber eben auch der Rat übertreibt es hier nicht. Deswegen immer eben im Hinterkopf behalten, zieht euch die Musik, die ihr wirklich mögt, ja, mit denen ihr eine Bindung im Prinzip aufbauen könnt, die ihr fühlen könnt, wie man so schön sagt, mit der ihr euch wirklich auch identifizieren könnt. Denn ihr habt auch selber dann mehr Spaß beim Auflegen, weil ihr die Musik ja wirklich feiert und sie nicht nur spielt, weil sie eben gerade in den Charts ist. So habt ihr mehr Spaß, das Publikum hat auch mehr Spaß und das Ganze ist halt einfach viel nachhaltiger. Eine Möglichkeit natürlich, wenn man eben Anfänger ist, oder auch Mobile DJ zum Beispiel, der vor sehr ja, breit gefächertem Publikum spielt, habt ihr die Möglichkeit, Compilations in CD-Serien zu kaufen, um hier schnell an ein breites Repertoire an Musik zu kommen. Das ist an sich eine ganz gute Möglichkeit, aber ihr solltet bedenken, macht das nur, wenn es sich zum einen finanziell lohnt. Ihr könnt ja mal die einzelnen Tracks addieren und schauen, kommt die dann überhaupt auf den Preis von dem Album. Wenn nicht, ist es sowieso Geldverschwendung, das ganze Album zu kaufen. Wenn doch, dann überlegt euch aber trotzdem, ob das Ganze Sinn macht, weil unter Umständen verstopft ihr euch damit eben dann auch wieder eure Mediathek. Thema noch von vorhin. Ihr verliert den Überblick, ihr müsst das Ganze auch aufbereiten. Von daher ist es auch eher mit Vorsicht zu genießen. Und ja, solche Compilations sind auf jeden Fall gut, um neue Eindrücke zu sammeln, um sich wieder inspirieren zu lassen. Denn hier habt ihr natürlich direkt ein breit gefächertes Repertoire von Musik, die in einem gewissen Stil ist, sonst wäre es ja nicht auf diesem einen Album. Deswegen schaut sie euch auf jeden Fall an, aber eben nicht blind einfach immer haufenweise Compilations kaufen. Ein Punkt, der auf jeden Fall ein bisschen negativ ist, ist natürlich, dass Musikkaufen eine laufende Geldkrake ist bei DJs. Das ist hier natürlich insofern ein Teufelskreis, dass ja das Publikum immer wieder die neue Musik hören möchte und ihr natürlich auch dafür sorgen müsst, dass das Publikum diese Musik zu hören bekommt. Also
könnt ihr euch nicht einfach auf eurer Mediathek von vor ein paar Monaten ausruhen, sondern müsst immer up to date bleiben. Also habt ihr hier auf jeden Fall laufende Kosten, die immer wieder euch das Geld aus der Tasche ziehen. Und ja, da müsst ihr einfach aufpassen, dass das Ganze nicht überhand nimmt. Auch ein bisschen in Anknüpfung an die Hype-Tracks. Schaut schon, dass ihr eben up to date bleibt. Man sollte eben sich nicht auf alten Mediatheken ausruhen, denn dann wird es auch schnell langweilig fürs Publikum. Aber umgekehrt jetzt auch nicht einfach blind immer alles kaufen, was neu rauskommt. Denn ihr müsst ja auch irgendwie dann die ganzen Kosten wieder reinkriegen. Und gerade wenn ihr noch relativ am Anfang seid und hier keine regelmäßigen Gigs habt, dann wird es natürlich schwierig, in den schwarzen Bereich zu kommen, was die Finanzen angeht. Ihr solltet auf jeden Fall mindestens 256 Kbit pro Sekunde an Qualität kaufen, was die Tracks angeht. Gerade wenn ihr in Clubs spielt oder auf größeren Events mit richtig anständigen Anlagen, dann wird man das definitiv hören, wenn die Qualität darunter liegt. Da hilft auch kein Argument, dass es eine besondere Komprimierung ist und es angeblich sehr verlustfrei ist. Das ist Quatsch. Auf jeden Fall mindestens 256 Kbit, am besten noch 320 oder noch besser die Wave-Datei, die unkomprimierte Originaldatei. Seid auf jeden Fall vorsichtig bei Radio-Edits oder vorgemixten Compilations, weil gerade als DJ habt ihr natürlich auch Interesse daran, dass ein Lied ein schönes Intro und ein Outro habt, dass ihr das gut miteinander mischen könnt. Und eben was auch ein Problem ist, sind eben solche Compilations, bei denen dann zwar die Einzeltracks in dem Album noch vorhanden sind, in dem ja auch dieser Extended Mix dann noch drin ist. Aber wenn die einfach so auseinandergecuttet sind, dann habt ihr meistens eben am Anfang und am Ende noch diesen Übergang, den der DJ, der diese Compilation gemixt hat, ja schon gemacht hat. Und damit werden sie natürlich automatisch unbrauchbar für euch. Wenn ihr die Track-Auswahl trefft, eben nachdem ihr lange auf der Suche wart, könnt ihr hier noch diese Punkte beachten. Und zwar ruft euch einfach nochmal ins Gedächtnis, ist dieser Track wirklich tanzbar? Passt er zu dem, wie ich auflege? Passt er zu meinem Publikum? Passt er zum Stil eben dieser Veranstaltung? Und passt er auch in meine bisherige Sammlung? Ja, wenn ihr Tracks kauft, die an sich zwar cool sind, aber komplett aus dem Raster fallen und dann könnt ihr sie trotzdem nicht spielen, dann habt ihr ihn vielleicht noch als privaten Track, den ihr für euch hören könnt. Das ist dann natürlich nicht verschwendet, aber gerade wenn ihr eher im Hinblick für euer Set dann euer zukünftiges kauft, behaltet es nochmal im Hinterkopf. Alternativ könnt ihr euch zum Beispiel passende Remixe von Tracks besorgen, die ja vielleicht eher zu langsam sind oder eben ein bisschen unpassend sind vom Genre her, weil ihr zum Beispiel eher elektronische Musik auflegt und es ist zwar ein Hip-Hop-Track, aber dann gibt es vielleicht einen Remix davon, wo man die Vocals und gewisse Melodien halt mit rübergenommen hat und es dann trotzdem noch einen elektronischen Charakter hat. Das ist auf jeden Fall auch eine gute Möglichkeit, hier noch eben dann diesen Track trotzdem einzubinden. Außerdem solltet ihr mal überlegen, ob ihr euch einen Warenkorb erstellt und diesen dann einfach am nächsten Tag, nach ein paar Tagen, nochmal durchgeht und schaut, ob ihr mit dieser Auswahl wirklich so zufrieden seid. Denn ihr habt eine tagesabhängige Stimmung immer, wenn ihr einkauft. Ihr seid natürlich nicht immer gleich drauf. Mal seid ihr vielleicht eher schlechter drauf, mal besser. Mal ist es warm und sonnig draußen, mal ist es vielleicht Winter. Und dann ist die Stimmung natürlich immer anders. Und später fragt ihr euch dann auch vielleicht, war das jetzt wirklich die richtige Auswahl? Ein anderer Punkt ist dann auch noch, dass euer Gehör langsam adaptiert, wenn ihr so lange Musik hört. Das heißt, ihr könnt dann gar nicht mehr so richtig objektiv entscheiden, ist das jetzt wirklich ein guter Track oder nicht. Und da hilft es auf jeden Fall, nochmal kurz einen Schritt zurückzugehen und sich das Ganze einfach einen Tag später oder ein paar Tage später nochmal anzuhören. Insofern ihr natürlich auch nicht den direkten Druck habt, dass jetzt eine Veranstaltung vor der Tür steht. Außerdem können sich zum Beispiel manche Hits erst nach ein paar Mal hören dann als solcher entpuppen. Das ist dann natürlich auch noch ein Vorteil, wenn ihr den erstmal abspeichert unter ich weiß nicht so recht und dann eben noch ein paar Mal hört und entscheidet, ja, auf jeden Fall, das ist eine Nummer, die lohnt sich auch dann wirklich zu kaufen. Wir hoffen, du konntest in dieser Lektion einiges mitnehmen. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu dieser Thematik hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.